Moin Leute und herzlich willkommen bei Let's Play Schlosskonflikt mit eurem Schlosskonflikt bzw. das Klell-PM. Ja, da gibt's eigentlich nichts groß zu reden. Das hier ist wie so ein kleiner Countdown, nämlich bei um 20 Uhr fangen wir zum allerersten Mal oder werden wir zum allerersten Mal Boss 4 machen. Mal sehen, ob wir ihn hinkriegen. Ich denke eher nicht. Außerdem kostet er auch bescheuert viel. Für die, die es nicht wissen, seine Fähigkeit macht, dass man direkt stirbt. Ich glaube, der ist gegen Stun immun gewesen. Und ja, das war's, glaube ich. Er ist ziemlich böse, sagen wir das mal so. Also der haut wirklich alles weg. Heißt, ich werde wahrscheinlich nur den Schild raushauen können, damit meine Leute draufhauen können. Und ansonsten eigentlich nicht viel machen. Ne? Hört sich scheiße an, ist aber so. Machen wir mal den Geist gegen den Eros. Und ansonsten passt es, glaube ich. Und wen haben wir denn hier drin? Okay, ja. Eigentlich ist es ja sowieso egal. Eigentlich geht es jetzt ein bisschen um Damage. Egal, wir werden es einfach mal so testen. Und dann passt das. Der Bosskampf hat begonnen. Perfekt. Event. Gildenboss. Und er hat eine Menge an Leben. Er hat eine richtige Menge an Leben. Jetzt werde ich unbesiegbar einsetzen. Mal sehen. Er haut wirklich alles weg, ohne auch nur nachzudenken. Krass. Also wirklich krass. Ich konnte ihm nicht mal 100... Oder doch? Konnte ihm nicht mal eine Mille drücken. Also hier. Also. Der ist ja mega krass. Mal sehen, ob wir den zerlegt bekommen. Mal sehen. Hauen wir weiter drauf. So. Oh, ja gut. Wir haben direkt 3 verloren. Das ist ein bisschen kacke. Kommt schon, hau noch ein bisschen was rein. Das war jetzt ein bisschen schlechter, 200.000. Obwohl, es könnte sogar was werden. Also es könnte, sagen wir es mal so. Oh ja, nee, der ist doch voll S. Naja, egal. Den hauen wir jetzt um hier. Zack, 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 zack. Okay, also müssen wir das anders machen. Mal sehen, wie ich das gleich regeln möchte. Ne? Vlad, drück. Ach, schade. Hat auch nicht mehr viel gebracht. Egal, 400.000 nochmal. Platz 6. Dominik ist auch dabei, aber den habe ich jetzt gerade nicht bei Skype, weil ich keinen Bock hatte. Und ja. So, zerlegt. So, Gildenboss. Jetzt werden wir ihn nochmal herausfordern. Diesmal mache ich das anders. Diesmal werde ich hier hinten den setzen und direkt, wenn sie ankommen, den Schild. Ah, das war jetzt zu spät. Scheiße. Das ist halt richtig kacke. Wenn der Schild nur ein bisschen zu spät kommt, sind die ersten schon tot. Und da tötet er, glaube ich, 3 Stück schon. Und das tut halt weh, ne? Tut schon ziemlich weh. Oh Mann, wie wenig Damage man bei dem macht. Ja, Domi gibt schon
nach einer Mille auf. Hoppala. Ich ganz sicher nicht. Ich werde hier alles wegnatzen, was sich uns in den Weg stellt. So, und jetzt. So, perfekt. Jetzt kann er nichts machen. Mal sehen. Jetzt kam ein Brock hier vom Kürbis. Jetzt werden wir die nochmal kurz Zeit stärker machen. Aber ich glaube stärker als am Anfang. Also wir haben ihm jetzt... gut, wir haben ihm eine Mille gedrückt. Eine Million schaff ich, bevor alle tot sind. Oh, der hat so viele Leben, ihr seht schon, der hat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 müssten Milliarden, 8 Milliarden sind das, ja, kommt hin. Also 8 Milliarden Leben, das ist schon krass. Jetzt der Schild, perfekt. Kürbis, der Rest brockt. Der Schild ist weg. Nochmal das hier draufhauen, bevor alle down sind. Gut, naja. Egal, wir packen die Mitte, das ist doch schon mal nicht schlecht. Aber dass Domi mehr Schaden macht als ich, das ist böse. Böse, böse. Wie er das schafft, weiß ich nicht. Egal. Egal, ich habe keinen Plan, wie er das geschafft hat. So, er ist unbesiegbar. So, dann wird alles draufgehauen. Ich halte hier schon mal drauf. Direkt zack. Na komm schon. Vlad. Naja. Ich ziehe immer ein bisschen mehr als eine Milde. Also, naja. 1 bis 1,5. Ja. Also, wie Domi das packt, ist mir ein Rätsel. Egal. Wir versuchen einfach besser zu sein als Domi. Erstmal hier das Ding. Damit wir den Damage rauskriegen. So, alles prockt. Ah, das tut ganz schön weh. Zack. Und da haben wir wieder eine Mille Schaden gemacht. Also wir machen schon mal mehr Schaden als, also vom Aussehen jetzt mehr als Domi. Wie viel braucht man für den vollen Bonus? Kein Plan, wie viel man dafür braucht. Ich schaue jetzt einfach drauf und hoffe, dass wir den hinkriegen, weil das wird bestimmt etwas arg knapp. So, einmal schnell unbesiegbar gemacht. Zack, jetzt sollten sie endlich mal procken. So, erster Down, zweiter Down, dritter Down, vierter Down. Fünfter Down, er prockt aber noch. Oh, oh, das ist mal ein geiler Try gewesen. Wie? Wir haben nicht mal die Mille geschafft. Das sah irgendwie voll geil aus. Wir schaffen nicht mal die Mille. Naja, egal. Hansen, Platz 1 hier. Aber ich weiß nicht, ob es schaffbar ist. Ich weiß es nicht. So, jetzt haben wir den Schild etwas später gemacht. Hat trotzdem uns keinen Schaden gemacht. Das ist perfekt. Kürbis ist down. Dings ist down. Vlad ist down. Okay, alle sind down. 1,26 Mille Schaden. Jetzt hat mich wieder jemand überholt. Ich hoffe, ich bleibe trotzdem hier auf der Liste. Müsste ich eigentlich 8 Millionen Schaden. Ist noch nicht hier das Wahre.
Aber hier muss man auch wirklich aufpassen, obwohl ich auch finde, dass der Style von dem Boss echt gut ist. Also, ich finde, er sieht besser aus als diese anderen Bösse. Und ich muss echt sagen, da hat IGG mal was Geiles erschaffen. Und ich finde ihn einfach mega nice. So, jetzt sind wieder alle tot. Wir haben wieder richtig scheiß wenig Schaden gemacht. Aber irgendwie wird der Schaden immer weniger. Also wir haben jetzt ein Drittel. Nee. Ich glaube, den packen wir nicht. Es könnte vielleicht knapp werden, aber es sind wahrscheinlich einfach zu wenig Leute da. Jetzt der Schild. Ah, der Schild war viel zu spät. Ach Mann. Können wir direkt beenden. Das wird nichts. Egal. Komm, drauf. Das war eigene Schuld, deswegen bezahle ich das jetzt. Und zack. Schnell unbesiegbar gemacht. Mal sehen, wie viel wir ihm jetzt an Schaden reindrücken können. Vlad Proct. So. Okay, 1,3 Mille ist ganz okay. Ich habe insgesamt jetzt 10 Mille geschafft, aber das sieht echt schlecht aus. Wir haben ja gerade mal ein Viertel geschafft. Ich glaube nicht, dass das was wird. So, hier schnell unbesiegbar. Was auch nervt, ist dieses Unbesiegbar, dass wenn man da draufklickt, das irgendwie um eine Sekunde oder so Verzögerung hat und dann immer schon jemand tot ist, wenn man es einsetzt. Das geht einem richtig auf den Nerv. So. Nicht mal eine Mille. Wo sind denn alle? Es ist ja auch überhaupt keiner dabei. Wo verdammt sind alle? Wir sind nicht mal 10 Leute. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ach du Scheiße, wer hat's doch groß angekündigt? Oh. Wären die anderen doch dabei, hätten wir ihn gepackt. Also sieht's eher schlecht aus. Eher sehr schlecht, sagen wir es mal so. Oh Mann. Aber ich glaube, Domi ist jetzt auch offline gegangen. Ja, hat uns im Stich gelassen. Super. Bravo. Also, das ist echt deprimierend, sagen wir es mal so. Und ich glaube, das wird echt nichts. Ich muss schon sagen, vor dem habe ich echt Respekt. Wir kriegen ihn auch nicht kaputt. Egal, was wir machen. Das ist echt böse. Und jetzt haben wir nochmal 1,2 Mille gezogen. Das wird nix. Scheiße, also das ist echt scheiße. Sagen, anders geht's gar nicht. Und das Video will ich jetzt auch nicht überziehen. Und wie ihr seht, also er ist wirklich mega strong. Wir haben jetzt knapp die Hälfte der Zeit gebraucht für ein Drittel seiner Leben. Ich muss aber auch sagen, wir sind vielleicht 10 Leute und der 10. hat 1,3 Millionen gehauen, also gar nichts.
Also, er ist wirklich mega strong. Man müsste es wahrscheinlich größer ankündigen, damit auch irgendwie 20 Leute online sind und auch wirklich draufhämmern. Aber dann würde ich jetzt auch sagen, was das mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen oder ein Abo da. Falls ihr Verbesserungsvorschläge habt, könnt ihr diese gerne in die Kommentare schreiben. Ich lese sie immer. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, Leute.